Das sind ja ein paar Dödel. Ja, aber es sind meine Dödel. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zur Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge bei Pokémon Feuerrot. Ja, und jetzt dürfen wir wahrscheinlich gleich sehen, was wir hier hätten eigentlich bekommen können, wenn es jetzt gerade kein Togepi gewesen wäre. Dann hätten wir hier nämlich so ein Kanivania mit Unterbiss gekriegt. Das wäre doch mal eine coole Sache gewesen. Aber wir haben ein Togepi bekommen, weil wir nicht von der Göttin des Glückes gesegnet worden sind. Möchte ich gar nicht sagen, weil uns die Flötengnome untergraben haben, unsere Autorität. Klausel hat eine Enigma-Beere gefunden. Er ist ja auch mal was Schönes. Hallo? Wer da? Wohin man schaut? Überall nur zwielichtige Gestalten. Ja, die meint die Flötengnome, richtig? Ja, vor denen hätte ich auch Respekt, wenn ich du wäre. Ja, Käfersammler Tristian. Was, Tristian? Das ist, ich dachte schon, dass wir hier Tristan Taylor aus Yu-Gi-Oh! Wheelie! Der macht dir gleich mal einen Wheelie. Machen wir Donnerwelle. Knister, knister, summ, summ. Da haben wir dich, Wheelie, da haben wir dich. Es greift eventuell nicht an. Willi setzt Umklammerung ein. Ach, jetzt kann der das auch noch. So ein Mistdreck. Zum Glück ist Umklammerung eine der beschissensten, wenn wir mal sagen dürfen, Attacken im ganzen Spiel. Oh, Verwurzler, Mensch. Der will das jetzt hier echt strecken. Willi pflanzt seine Wurzeln. If you know what I mean. Jetzt heilt er sich wieder. Ist ja... Ach, so viel ist das gar nicht. Ich dachte, der heilt sich da um ein Sechzehntel oder so. Also, das, was wir eben abgezogen haben, das war aber bestimmt nur ein Sechzehntel, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall kann das jetzt hier eine Menge Zeit verbraten, wenn der sich da ständig gegenheilt. Weil wir halt einfach nichts haben, was gegen so ein Vieh wirklich Schaden machen würde. Ja, das ist die traurige Wahrheit, aber wir können halt nichts weiter tun, als den mit Donnerschock zu knallen. Ich meine, hätten wir jetzt ein Feuer-Pokémon oder sowas ähnliches, dann wäre das ja gar nicht mal so verkehrt. Aber wir haben bloß, naja, ein paar Dödel. Ja, aber es sind meine Dödel. Halleluja. Bin ja gespannt, wann der erste stirbt. Zur Not mache ich irgendwann mal ein Doppelkampf-Suizid-Kommando mit dem Flötengnome und dem Trötenbold. Die stehen dann dabei, der... und kriegen dann beide richtig irgendwie... Na, schauen. Es kommen ja noch Doppelkämpfe. So ist es ja nicht. Es kommen ja noch Doppelkämpfe. Sind zwar nicht so viele in Feuerrot wie in Rubin und Saphir, aber es kommen noch. Och, Mensch. Nö. 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 Okay, nicht vergiftet. Du kannst mal schön paralysiert bleiben und das mit deinen Wurzeln kannst du auch mal sein lassen. Dankeschön, tschüss, Ende. Den Verwurzler ist echt nervig. So, das ist nicht sehr effektiv, aber wir haben ihn wenigstens mal in den roten Bereich gehauen. Da ist er sehr erstaunt, der Junge. Dass er auch jedes Mal noch eine extra Animation bekommt, wenn er sich da um ungefähr 2 geschätzte KP heilt, ne? Das ist schon dreist. Ski, mach ihn kaputt. Nicht, dass wir jetzt ungefähr ein Drittel des Parts damit beschäftigt haben, dieses Ding da umzuscharmützeln, ne? Den da mit seinen Tentakeln, ne? Der hat auch schon in vielen japanischen Spielfilmen mitgewirkt, ne? Ist ein guter, ist ein bekannter Schauspieler. Viele davon sind ab 18, aber naja. Mehr wollen wir dazu gar nicht sagen. So, tschüss Willi. Willi, das ist Willi Willi. Willi Willi, das hört sich auch schon richtig schlimm an. Wie irgendwas ganz Perverses. Der macht gern Willi Willi. Tanzer, Tanzer, ich begrüße Sie. Warte, der Tanzer? Der kann doch Explosion, oder? Panzer wird von Käfer, sondern... Jetzt stirbt was. Schutzschild! Erst wird er ab und dann bringt er sich um! Bring ihn um! Hau ne kaputt, Jupp! Oh, Donnerwelle. Der sprengt sich gleich in die Luft. Ich riech sowas. Ich riech sowas. Ja, ich riech da Schießpulver. Tackle, ja guck mal, jetzt täuscht er an. So, von wegen, ich kann doch gar nichts. Attacke von Schicki, jetzt geht's los. Los! In die Luft, Junge! Nee. Schutzschild. Ah, der täuscht ziemlich gewaltig an, der Herr. Shigi, Shigi, nicht sterben jetzt. Ich weiß, das ist schwer, aber du sollst nicht sterben. Wäre nicht gut. Shigi, Deckel, bring ihn um. Ja, vielleicht kann er Finale und Explosion auf dem Level noch nicht. Vielleicht kann er jetzt nur Schutzschild und Tackle. Sag ich jetzt so. Und gleich, wenn wir so auf 30 KP runter sind. Explosion! Ich bringe euch alle um! Ja, ich sehe schon kommen. Der erste von unseren Teamkollegen stirbt durch einen Bombenangriff. Bombenangriff! Tanzer ist paralysiert, ist gut. Tanzer, der Tanzzapfenpanzer. Der Tanzer. Was soll eigentlich Forstelga die Entwicklung sein? Ist das so eine Nuss oder so? Don't so. Ich begrüße sie. Ach, komm. Sie dürfen dann gerne mal... Nein! Das dürfen sie nicht. Tschüss. Ins Gras, bitte. Beißen. Nicht lecken. Shigi kriegt Erfahrungspunkte. Und Tristian, du bist ein Arschkopf. Du hast mich eiskalt erwischt. Das ist das eiskalte Händchen.
Namen Gerdinand. Gerdinand. Kannst du mal bringen den Gerdinand? Gerdinand, oh Gerdinand, da kommt ein Flötengnom gerannt. Bring ihn um, oh bring ihn um. Da stirbt er. Aber sei es drum. Gib's doch hin, Junge. Togepi setzt Charme ein. Und das bringt dir bei Gerdinand gar nichts. Weil Gerdinand weiß, dass Charme alles nur ist gespielt. Jetzt kommt er gleich vorne, wo er tot. Bam. Wutanfall. Boah. Attacke von Gerdinand geht daneben. Gerdinand, bring ihn um. Gerdinand, zünd ihn an. Hau ihn kaputt, Gerdinand. Togepi brennt. Die Verbrennung schadet Togepi. Dadurch sinkt auch sein Angriff um die Hälfte. Das ist ganz... Es verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was ich hier tue. Hushi, bist du es? So, Giftstachel. Ja, diese Flötengnome, die sind schon... Das sind schon ein paar gerissene Kerle. Das hat sich voll... Ja, das ist gut. Das kannst du machen. Gern nochmal. Verbrennung schadet Togepi. Der hat so einen extremen Angriffswert, ne? Der, wenn er sich selber verletzt, dann kriegt er ja fast Schaden, ne? Aber nur fast. Togepi ist verwirrt. Togepi setzt Heuler ein. Das bringt dir nichts, du kleiner Gnom. Mach mal lieber Metronom, ja. Nein. Nein, macht er nicht. Togepi wurde besiegt. Gerdinand kriegt Erfahrungspunkte und der Horch Level 14. Gut gemacht, Gerdinand. Das gibt da 1 plus mit Sternchen und ein gute Nudelstern ins Heft. So, hi, na? Was gibt's? Meine Kumpels müssten gleich hier sein. Was macht ihr denn hier? In der dunklen Höhle? Deine Kumpels, du? Na, und sonst so? Anne Magnaien. Hallo! Wo ist Gerdinand? Ah, Bedroher. Vermindert den Angriff von Gerdinand. Gerdinand, ich leg's jetzt mal drauf an, mach mal ehrlich. Saarwirbel! Na, mach ruhig. Ich will dich ja nur anzünden, danach wechseln, wa? Öllicht! Verflixt! Du bist normal Öllicht! Gerdinand! Jaula! Dies nicht gut. Angriff von Magnaien steigt. Was ist Gerdinand? Verflixt. Ne, wir können ihn jetzt aber auch nicht rumjaulern lassen. Wir müssen das jetzt mal schnell auf den Punkt bringen, ansonsten haben wir nämlich ein kleines Problemchen. Los, Schicke! Magnaien setzt Biss ein. Na, Halle Brula, ja. Halle Brula, ja. Das war Donnerwelle hier. Kling, 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 dingeling. Magnaien ist paralysiert. Magnaien setzt Biss ein. Nein! Mach ne kaputt, Schicki. Ah, das sieht gut aus. Magnaien ist paralysiert, es kann nicht angreifen. Blöder Köder, bring ihn um. Ach, Mensch, wenn hier das erste Pokémon stirbt, dann ist, glaube ich, bei mir vorbei. Ich will keinen aus meinem Team entbehren. Außer, so ziemlich alle, außer Gerdinand und Schicki. Ah, ich habe verloren? Ja, richtig. Die Nummer 8, Bitch. Nope, just nope. Nope, 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 so much nope. Mit euch gebe ich mich gar nicht mehr ab, ihr kleinen Stinker. Schlimmste Geräusch, wenn ich das schon höre, so ein Togepi, ne? Dann kriege ich aber auch schon. Ich richtig so einen dicken Schädel. Dann würde ich rot, knallrot werde ich. Halt mich zurück, halt mich zurück. Okay, dann heilen wir mal. Heil mich zurück. Na, Halleluja. Wisst ihr, was wir eben mal schnell machen können? Wir können ja schon mal den Friedhof einrichten. Hallo, Klaus und Schalke PC. Ein Zugriff auf wessen PC? Jemandes PC? Also, Pokémon bewegen. Haben wir hier mal Box 14. Das kriegt er natürlich Standtiefe fürs Himmel. Benennen. Friedhof. Friedhof. Sil. So, und daneben machen wir noch eine Box für Shinies. Die kriegt... eine Mauer, weil wir sie nicht benutzen dürfen. Das ist die Shiny Box. Also wenn ich Shinies finde, fange ich sie einfach nur für ein Prestige. Das wird eh nicht passieren. Aber wir machen extra eine Box dafür. Und ja, die kommen dann da rein. So, dann hätten wir das mal. Das ist die Mauer der Shiny Pokémon. So, dann gehen wir mal wieder in den Mondberg. Da können wir mal weitergehen jetzt. Alle, los Gerdinand. Wir machen das jetzt. Wir zwei. Du und ich. Und Fräulein McGish. Keine Ahnung, wer das sein soll. Aber egal. So. Wen haben wir denn hier? Ich hab eben schon gedacht, ist das Shiny so komisch, wie das aussieht, aber es scheint echt so eine eklige Farbe zu haben hier. Ja, das ist immer, wenn man die in Editionen sieht, in denen man die nicht kennt, zum Beispiel jetzt hier Pokémon Feuer Rot, da sieht man ja eigentlich nie einen Hut. Und das dann so komisch aussieht, dann denkt man, oh, ist das Shiny? Nein, ist es nicht. Es ist bloß Senfgelb.
Ja, das senfgelbe Hutut. Ja. Halleluja. Ich hätte ihn bestimmt Musdardo genannt, wenn ich ihn gefangen hätte. Musdardo. Gerdinand und schick ihm ein paar Erfahrungspunkte. Ein paar ist gut, das ist echt nicht viel. Oh, hier rein. In den Tunnel. Büp, 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 büp. Mondbärsch. Brup, 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 brup. Oh, so ein geiles Vieh. Warum kann ich ihn nicht fangen? Warum krieg ich noch so einen Flötengnom? Warum krieg ich nicht ihn hier? Er ist voll geil. Guckt ihn euch an. Das ist ein Killer. Schluppuck. Die Verbrennung schadet Schluppuck. Und Umklammerung. Los, Gerdinand. Springen da um. Ein Volltreffer. Gerdinand. Nicht schlecht. Pfund. Zwei Pfund Zucker. 3 Pfund mehr Umklammerung. Gerdinand macht echt viel Schaden, ne? Ja, das liegt einfach daran, dass seine ganzen Attacken ungefähr 20 Grundschaden haben. Das ist nicht viel. Deswegen ist Irrlicht doch gar nicht so verkehrt auf dem Gerdinand. Ich hoffe ja, der lernt demnächst mal was Gutes. Deswegen trainiere ich ihn ja jetzt auch. Gerdinand kriegt EP, Whip. Nur leider dauert es jetzt so auf 14 schon ein bisschen länger. Wer bist du denn? Hallo? Wir sind das Team Rocket, der Pokémon-Räuber. Räuber! Sind die Räuber? Hallo! Was? Der schwule Fisch. Genau. Der schwule Fisch. Man beachte, er ist männlich. Attacke von ging daneben. Schicki setzt Thunderstorm ein. Jetzt hat er hier so einen Sargon. Das ist, ja, wenn ich den gefangen hätte, dann hätte ich ihn Kanye West genannt. Aus sehr bekannten Gründen, wer South Park gesehen hat, wird's kennen. Ich bin ein schwuler Fisch. Groink, jetzt kommt Gronk. Achtung, jetzt kommt Gronk. Ey, Gronk. Gronk. Sub for Sub, wie wär's? Ich glaube, da ist Gronk nicht so bei. Nee, Gronk ist raus. Gronk ist raus. Verdammt, Gronk ist raus. Wir haben Gronk verloren. Werflix, aber Schicki reicht damit 23. Ist auch was. Schicki wird der neue Gronk. Als nächstes wird leck mir die Flinte, guter Lander. Du kannst mich mal, Leo. Team Rocket Leo. Das ist der Team Rocket. Und wer sind sie? Hey, ich bin hier der Team Rocket Leo. Scheiße. Ich bin der Team Rocket Leo. Jetzt haben die Team Rocket keinen Namen. Hallo, ich bin der Team Rocket Leo. Nein. Aus, das Spiel ist aus. Nein, ich hab's vermasselt, ja Leo. Blöd gelaufen, ne? Ich bin hier der Team Rocket Leo. Ohne Kack. Jetzt kommt hier der Ballwächter. Er hier. Nicht hab ich's kaputt. Erinnert mich so ein bisschen an eine gute Freundin von mir, das Ding. Moment, was? Dunkelbrief, wa? Mensch, die Items, die wir hier kriegen, werden auch immer sinnloser. Naja, Dunkelbrief. Können wir mal eine böse Post verbreiten? Kriegt der Gerdinand? Schreiben wir den Namen rein. Personen. Deine Großmutter. Deine Großmutter. Aktionen. Ärgert. Denkt. Erscheint. Deine Großmutter. Kam, lagert. So, jetzt hier. Deine Großmutter. Schaut, schlief. Spielt. Mit. Kann ich jetzt hier mit? Position. Alles, das war's. Ding. Spielt. Gleich. Was haben wir denn hier? Geräusche. Spielt gleich jip. Was macht die denn? Spielt gleich. Kondition. Was spielt die Oma? Bingo! Wo haben wir Bingo? Wir brauchen Bingo! Löscht das Internet. Deine Großmutter löscht das Internet, haben wir
Nee. Spielt gleich. Was spielt die Oma? Wo ist Bingo? Hobbys. Wir brauchen Bingo. Spielt gleich. Schickimicki. Wassersport. Deine Oma spielt Wassersport. Ey. Ist voll eine krasse Beleidigung. Hey. Gerdinand weiß das. Gerdinand kennt sich mit solchen Sachen aus. Der weiß, was deine Oma macht. Gerdinand weiß, was deine Oma getan hat. So, da ist er wieder. Der gute Junge. Ein wilder Schluck. So, ich mache jetzt auch noch 2-3 Minuten weiter. Weil ihr wollt sicher nicht die letzten Minuten des Passes damit verbracht haben, wie ihr gesehen habt, was eure Großmutter so gerne macht. Deine Oma. Bist du denn kommen? Können wir den Brief jetzt eigentlich wegschmeißen? Ich will hier keinen Deine-Oma-Brief auf Gerdinand haben. Danke. Brief nehmen. Nein. Der Inhalt verloren. Ja, der Brief wurde dem Pokémon abgenommen. Was, haben wir jetzt wieder einen Dunkelbrief? Oh, bitte nicht. Du kannst mich mal, ich will das nicht. So. Mal hier runter, da ist doch bestimmt noch irgendwer. Da, er hier. Den um... Na! Hey, schleich nicht so herum, du kleiner Wicht. Er hier. Esteban! Kapilz wird von Esteban in den Kampf geschickt. Pflanze Kampf, richtig? Mensch, kann ich anzünden? Ui, das macht Schaden. Aber ich kann dich anzünden, Junge. Kapilz brennt! Es brennt! Ja. Dadurch sinkt der Angriff um die Hälfte. Meine Güte. Wie oft habe ich das heute... Ah, wir können auch mal die Elke trainieren. Der Elke. Habe ich ja ganz vergessen, dass wir die Elke gefangen haben. Dann kommen wir nächstes Mal hier, wenn wir noch ein paar Flügendumme sind, dann nehmen wir die Elke. So. Shigi wurde Energie abgesaugt. Das ist uns egal. Du brennst. Brenn um. Donnerwelle. Schock. Blitz. Dünner Blitz. Das ist nicht so effektiv. Ist egal. Dich kriegen wir. Stirb. Das mit dem Irrlicht ist übrigens dahingehend gut, dass wir wirklich dadurch den Angriff des Gegners um die Hälfte senken. Was es wirklich sehr, sehr nützlich macht, wenn wir da wirklich Gegner mit dicken Angriff stehen haben. Die dürfen ja nichts von uns umbringen, weil dann ist es ja tot. People die if they are killed. Das ist mein Lebensmittel. Magnetilo. Klausel, Mensch. Da müssen wir mal ein bisschen schauen, dass wir das auch oben kriegen. Ja. Magnetilo. Mal Dünnerwelle. So, dann hätten wir das schon mal geklärt. Magnetilo ist paralysiert. Er kann nämlich nicht mehr angreifen jetzt. Und Stahl hat ja ein Problem mit, wir wissen dort, Kampf. Deswegen, Elke! Ich bin der... Wie sie aussieht! Elke! Ohne kaputte Elke! Los, Armstoß! Ja, ja! Die Elke! Die macht das! Die haut eine kaputt! Das ist sehr effektiv! Ah, die Elke weiß, wo es lang geht. Magnetilo ist paralysiert, hat keine Ahnung mehr, was los ist. Weil die Elke, die macht das. Los, Elke. Bus bauen. Ja. So. Das ist sehr effektiv. Magnetilo wurde besiegt. Gut gemacht, Elke. Na klar. Ich bin auch die Elke. Ja. Shigin kriegt Erfahrungspunkte. Elke. Kriegt 100 Erfahrungspunkte, erreicht damit Level 6. Gut gemacht, Elke. Elke Statuswerte dürfen noch ziemlich hart steigen. Ja. Fast Level 7. Aber Esteban besiegt. Meine Pokémon bringen es nicht. Nee, du hast halt keine Elke dabei, ne? Die Elke. Können wir auch mal trainieren, die Elke. Die hat Potenzial, die Elke. Haben wir nicht mehr. Klausel hat Wasserstein gefunden. Ja, Wasserstein. Können wir bestimmt irgendwann mal verkaufen. Was haben wir hier? Klausel hat Toppeleber. Ja, das bringt uns auch voll. Mensch, da wird ja... Da liegt noch ein Item. Das holen wir uns auch noch. So, was haben wir jetzt? Jetzt im Flöten genommen? Ja, super. Elke, hauen wir kaputt. Los. Die Elke. Machen wir Armstoß hier. Bam. Die Elke, ja. Und noch moin. Setz ihn hinterher. Ja. Und neun. Ja. Gut gemacht, Helge. Dreimal getroffen. Togepi wurde besiegt. Super, Helge. Na klar. Level 7. Oh, schön, Helge. Hast du gut gemacht. Oh, fast Level 8. So, das Item will ich auch noch haben. Was haben wir denn hier? Klausel hat per... Ah, pack doch ihren Brief woanders hin. Ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht haben. So, haben wir den hier? Garnivania! Nee, das ist kein Job für die Elke. Das meine ich. Mit Fisch konnte ich ja noch nicht so gut. Ja, das glaube ich dir gern. So, dann mal wieder den Shigi. Den Shigi. Und der Raserei. Ich bin wütend. Die Attacke könnte die Elke auch lernen. Ja, das wäre praktisch ihr Signaturmove, der von der Elke. Oder Wutanfall. Eher Wutanfall. Garnivania wurde besiegt und die Elke erreicht Level 8. Die Elke.
und schießt Erfahrungspunkte. Das war's auf jeden Fall für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. Da kämpfen wir gegen den Käferkneppo hier. Bis dahin, tüdelü.